Es kann ja gar nicht sein, dass ich so mir nichts, dir nichts meine Nase verloren habe, dachte er und betrat eine kleine Konditorei, um sich von Neuem im Spiegel zu betrachten. Glücklicherweise war die Konditorei leer. Nur einige aufwachte Jungen fegten das Zimmer aus und stellten die Stühle zurecht. Auf den Tischen lagen noch die kaffeebefleckten gestrigen Zeitungen herum. Zaghaft näherte sich Kowaljew einem Wandspiegel und schaute hinein. Weiß der Teufel, was für eine Schweinerei das ist. Wenn sich wenigstens irgendetwas dort befände, wo einmal meine Nase gesessen hat. Aber nichts. Rein gar nichts. Sich ärgerlich auf die Lippen beißend, verließ er die Konditorei und beschloss, ganz gegen seine Gewohnheit, niemanden anzuschauen und keinem zuzulächeln. Doch plötzlich blieb er wie angewurzelt vor seinem Haustor stehen. Vor seinen Augen spielte sich etwas Unerklärliches ab. An der Einfahrt hielt eine Kalesche. Die Wagentür öffnete sich, ein uniformierter Herr sprang gebückt heraus und lief eilig die Treppe hinauf.